Mein Name ist Christina Krömer, ich bin 42, lebe in Dresden und habe Politikwissenschaft, Soziologie und Friedens- und Konfliktforschung in Marburg studiert. Ich habe ein Projekt namens Metropolis gegründet. Metro, Straßenbahn, Polis, die griechische Stadtbevölkerung, von der die Demokratie ausging. Wir sitzen jeden Tag oder fast jeden Tag in der Straßenbahn zusammen mit einem kleinen Team, insgesamt 3 Leute, und laden die Menschen ein, miteinander ins Gespräch zu kommen über alle Themen, die uns als Gesellschaft betreffen. Wir sitzen immer im letzten Abteil, nach der letzten Tür. Und da können sich dann bis zu 3 Personen jeweils in einen dieser 4er-Sitze hinzusetzen zu uns. Und wir laden die Menschen ein, miteinander ins Gespräch zu kommen über Themen, die uns als Gesellschaft betreffen. Die Idee von Metropolis ist, dass wir als Gesellschaft viel mehr miteinander über das ins Gespräch kommen sollten, was uns als Gesellschaft betrifft. Das können alle Themen sein von Einsamkeit, Vereinzelung, über Stress und Stressbewältigung, Kindheit, aber auch sehr politische Themen wie Flucht und Asyl oder Europa und die EU. Wir sehen uns nicht als die Personen, die mit anderen Fahrgästen diskutieren, sondern wir sind eher in der Rolle der Gesprächsbegleitung oder Vermittlung zwischen den Fahrgästen. Und wenn nur ein Fahrgast anwesend ist, dann übernehmen wir die Position zu sagen, dass in der Gesellschaft aber sehr viele unterschiedliche Meinungen zu einem Thema existieren. Und wir machen sozusagen das Spektrum an Positionen auf und laden die Fahrgäste ein, sich darin zu positionieren. Und immer mit der Frage, was liegt unter ihrer Meinung? Welche zugrunde liegende Erfahrung gibt es da, die sie selbst gemacht haben? Die Good News von uns aus der Bahn sind, wir können sagen, es geht miteinander. Auch wenn wir vielleicht den Eindruck mittlerweile als Gesellschaft haben, oh Gott, das ist so schwer, es gibt so viele Konflikte, es gibt so Themen, die überhaupt nicht mehr sinnvoll verhandelt werden könnten. Es ist möglich. Das erleben wir jeden Tag in der Bahn, dass wir auf Menschen treffen, die eine total andere Meinung haben als andere Fahrgäste und die sich aber sehr gut auf einmal darüber unterhalten können, was das verbindende Element ist. Und es sind häufig total andere Dinge, wo Menschen wieder zusammenkommen und entdecken, ah, wir sitzen alle im selben Boot, wir haben vielleicht unterschiedliche Erfahrungen gemacht und wir leben in total unterschiedlichen Lebenswelten. Aber das, was uns verbindet, ist etwas, was tatsächlich Kraft und Freude gibt und wo wir uns darauf einigen können. Und dann kann auch noch mal zu schwierigen Themen zurückgegangen werden. Und da ist ein ganz anderes Verständnis auf einmal und viel mehr Empathie füreinander da. Aber das muss auch hergestellt werden. Das passiert nicht einfach nur so, sondern da muss man wirklich gezielt nachgucken. Und das tun wir immer in der Bahn. Mit jedem Fahrgast, der dazukommt oder die dazukommt, machen wir diesen kleinen Prozess, versuchen wir den immer wieder zu initiieren und zu schauen, wo geht es hier weiter, anstatt wo endet immer alles und wo zerstreiten wir uns die ganze Zeit. Niemand wird zur Demokratin oder zum Demokraten geboren. Das ist ein unglaublich aufwendiger Prozess, die komplexeste Organisationsform, die sich eine Gesellschaft geben kann. Dass Dinge nicht gut funktionieren, ist sozusagen inbegriffen. Und es ist aber kein Scheitern, wenn Dinge nicht gut funktionieren, sondern ich habe für mich den Begriff des Vorwärtsscheiterns total verinnerlicht. Es gibt praktisch nichts Falsches. Es ist ein langer Weg des Experimentierens, um die beste Lösung für möglichst viele Menschen zu finden. Und es ist total wichtig, dass sich alle darin einbringen, weil wir können eigentlich niemanden verlieren in dieser Gesellschaft. Jede Erfahrung, die eine Person gemacht hat, ist wichtig und trägt dazu bei, dass Dinge hier besser werden und dass sie für alle besser funktionieren können. Deswegen brauchen wir jede Person mit ihren Erfahrungen und ihren Positionen. Und gerade ältere Leute, die wir häufiger antreffen, die sagen, ach, ich bin zu alt, ich kann das alles nicht und es ist auch nicht wichtig, was ich denke. Und dann aber häufiger sehr unzufrieden sind. Das ist total wichtig, dass genau diese Personen sich einbringen, damit nochmal klar wird, wie sieht eigentlich Demokratie aus, wenn sie im Alltag gelernt und geübt wird und angewendet wird. Weil das ist sehr, sehr schwierig tatsächlich herauszufinden, dass die eigene Bezugswelt ja auch nur wirklich ein winziger Teil von einem sehr, sehr komplexen Mosaik ist. Und alle Positionen und alle Erfahrungen sind irgendwie real und haben ihre Berechtigung und müssen jetzt in ein sinnvolles Miteinander gebracht werden. Und das ist total aufwendig und auch das geschieht nicht einfach nur so, sondern muss immer wieder hergestellt und geübt werden. Und wir versuchen das einfach im Alltag, in einer Alltagssituation zu etablieren. Und wir hatten mittlerweile 8.000 Fahrgäste, die mitgemacht haben. Und aus dieser Perspektive heraus würde ich sagen, es kann funktionieren, aber wir brauchen noch sehr, sehr, sehr viel mehr, damit es richtig gut funktioniert. Der Blick zurück in die Menschheitsgeschichte gibt mir Hoffnung.
egal wie tief die Abgründe waren, in die sich Menschen schon gestürzt haben miteinander, wir sind da immer wieder rausgekommen als Menschheitsgeschichte. Und zwar so, dass es jeweils immer ein bisschen besser wurde, als es davor war. Und ich glaube, das ist alles ein großes Ausprobieren und Experimentieren mit besseren Lösungen. Und wir alle sind aufgefordert, uns möglichst konstruktiv einzubringen. Und ich habe einen wichtigen Satz gelernt in der Bahn von einem Fahrgast. Der hat gesagt, wer anfängt zu schreien, hört auf zu denken. Und das gibt mir auch wiederum Hoffnung, dass wenn man auf einem ruhigen, sachlichen Level weiter miteinander in Gedankengang bleibt, dass das immer die bessere Lösung sein wird, als wenn man sich einfach über die Straße anschreit. Ich wünsche den Menschen in Sachsen viel mehr Gelassenheit und so einen Blick zurück in die Vergangenheit, wie das Leben in Sachsen vor 40, 50, 60 Jahren aussah. Das viel mehr in den Alltag zu integrieren, was alles seitdem Positives passiert ist, wie gut das Leben geworden ist, wie qualitativ hochwertig, wie die Gesundheitsvorsorge für uns alle da ist, wie wir leben können, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir eine extrem gute Absicherung haben. Das sind alles Errungenschaften, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert sind. Die sind total wichtig zu erhalten und es geht eher darum, dieses gesellschaftliche Miteinander wieder zu stärken und schon gar nicht in irgendwelche Fragmentierungsprozesse weiter abzugleiten, sondern sich darüber zu freuen, was da ist.